So Freunde, heute gibt es wieder neues Los Place von mir. Heute mal ein ehemaliger An- und Verkauf. Wie ich in den letzten Videos schon mal gesagt habe, werde ich nicht mehr direkt zeigen, wo was ist. Beziehungsweise sagen. Auf jeden Fall ist das das Objekt von unten betrachtet. Und ja, ist halt verlassener An- und Verkauf seit circa 5 Jahren. Sieht ein bisschen aus wie, naja, Betriebsgelände. Ich muss auf jeden Fall erstmal das Mikrofon anstöpseln. Hier herrscht ganz schön rauer Wind. So, bevor ich reingehe, werde ich auch erstmal hier ringsum erkunden. Ich war schon mal hier. Da habe ich Außengelände nicht erkundet. Aber hier heißt wieder Obacht geben, weil gegenüber aktives Bordell und wie man da eben sieht, brennt auch Licht im Gebäude. Was das ist, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der alte An- und Verkauf von hinten. Da seht ihr das aktive Bordell, das rötliche. Und ich weiß nicht, ob man die Kamera sieht, denke ich doch. Jetzt muss ich auf die Fenster achten, nicht dass hier irgend so jemand aus dem Fenster guckt. Von dem Container nicht täuschen lassen. Der steht schon seit keine Ahnung wie lange hier. Hier geht es auf jeden Fall rein. Wie man sieht, nur mit einem Riegel gesichert. Das ist natürlich praktisch. So. Dann wären wir jetzt im Objekt. Und wie ich schon mal sagte, ich war schon mal hier. Und ganz oben ist dann auch, da scheint sich welche eingerichtet zu haben. Ob die noch fährt? Alter Schwede. Eislöwe im Einsatz. Das ist im Übrigen die damalige Werkstatt von dem An- und Verkauf. Die haben auch Autos repariert und Kleinigkeiten. Hier muss aber schon mal wieder jemand gewesen sein, wo ich hier mal nur zum Gucken war, war die Scheibe
auf jeden Fall nicht eingeschlagen. Ich glaube, hier komme ich nicht rein. Steht Haufen Zeug davor. Ich kenne die Bude hier auch noch aus aktiven Zeiten. Noch nicht mal was übrig gelassen. Und hier haben wir dann noch etwas, was früher vor ungefähr 5 Jahren zum Verkauf stand. Möbel, Schränke. Was haben wir hier? Geschirrspüler. Und irgendwelche kleine Krimskrams hier. Ist das was mit Solar? Nee. Sah so aus. Zu. Ja, das stand damals alles zum Verkauf hier. Das waren alles Verkaufshallen. Da oben geht's noch weiter. Die oberste Etage kenne ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich muss mal mein Kabel zusammenwickeln. Die Dachziegeln hier machen auf jeden Fall ganz schön Lärm oder irgendwas. Hier rumpelt's. Ich denke jedes Mal, hier kommt jemand. Wie gesagt, hier sind noch Gelände, wo auch zum Sonntag gearbeitet wird. Zum Beispiel von der Bahn oder eben das Bordell. Und oben im eigentlichen Bereich müssen sich wohl welche eingerichtet haben, wie ich letztens gesehen habe. Wie man hier sieht, haben sie sich hier ein bisschen was gezogen. Was ist das für eine Leine? Keine Ahnung. Da war mal die alte Alarmanlage, Bewegungsmelder. Mir auf jeden Fall in den eigentlichen Bereich. Und da um die Ecke hatten sich welche Zimmerchen gemacht.
hier auch noch jede Menge Sportgeräte. Die Treppe hoch hier haben sie zur damaligen Zeit Möbel verkauft. Und wie man sieht, olle Teppiche. Ja, hier war die Ramschecke. Das hier ist der eigentliche Platz, wo dann Elektrisches verkauft wurde. Und eben halt so Kram hier. So, das hier. War keine Küche, wie man vermuten könnte. Das war ehemaliges Büro. Hallo? Ja, hier, wie man sieht, wurde sich halt mal eingerichtet. Auch mit allem möglichen Sportkram, was sie sich hier gekrallt haben. Ich vermute, dass das Russische waren. Nach Deutsch sieht das auf keinen Fall aus. Geschlafen haben sie ja auch. Kühlschrank, Gott sei Dank, leer. Hier Boxhandschuhe, Boxsack. Kostet ja alles nichts. Alter Dunlop, Lautsprecher oder was auch immer das sein soll. Was hängt hier? Eine Seife? Okay. So, hier wäre dann das eigentliche Büro noch gewesen. Omis heißer Tipp. Ja. Im Großen und Ganzen nichts
Aufregendes hier. So viel auch nicht hinterlassen. Aber hier, schaut euch das an. Das Dach ist so mega. Ja, das war's dann, denke ich mal, im Prinzip schon. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Was war hier oben, kann ich gar nicht sagen. Nix. Nur eine Plattform. Ja. Dann wäre jetzt bei dem Kleinen nur noch der Keller. Der steht auf jeden Fall noch voll mit altem Werkzeug und naja, werden wir mal nach unten gehen. Leute, ich muss mich gerade verstecken. Ich glaube, hier ist jemand im Gebäude. Unten ist auf jeden Fall auf einmal Licht. Geräusche sind unten. Gefällt mir gerade gar nicht. Und ich weiß, dass es hier momentan jetzt kein Rauskommen gibt. Außer die eine Tür, wo ich rein bin. Scheiße. Scheiße, Leute. Der ist immer noch da. Eine halbe Stunde später. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was der machen will, was der vorhat. Aber auch nicht hoch. Ich höre ihn aber. Ich habe keine Ahnung, ob er noch da ist. Der Ausgang, da werde ich jetzt verschwinden. Und das ganz schnell. Thank you.
So, falls da jemand drin ist, der ist jetzt eingesperrt. Ich verschwinde jetzt ganz schnell hier. Ich war jetzt circa 2 Stunden da drin. Und ich habe keine Ahnung, was da abging. Da habe ich ihn jetzt eingesperrt. Und ich verkrümel mich jetzt hier. Macht's gut, Leute. Ciao. Das war mir eine Nummer zu heiß heute. Gab zwar noch eine Werkstatt anzuschauen, aber darauf verzichte ich. Mir geht die Pumpe. Ciao, ciao, Leute.